What's up und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder Face of the Franchise. Wir haben zuletzt aufgehört mit einem Sieg gegen die Texans, gegen wen auch sonst. Und wir drücken mal auf Continue und lassen mal wieder die komplette Season simulieren. Wir werden eh nicht Playoffs spielen, habe ich gar keine Hoffnung, obwohl wir 11 zu 0 standen gerade eben noch. Wir spielen Playoffs, Leute. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Playoffs. Nee. Warum kann ich das nicht mehr pushen? Wahrscheinlich, weil ich es schon auf maximal habe. Naja, anyways, nehmen wir halt Strong Arm. Pushen wir das. So, Strong Arm jetzt auch auf 99. Also eigentlich perfektes Ding. Perfekte Gegebenheiten. Khalil Mack, hey man, just wanted to say that after we beat you this week in the playoffs, I'll be looking for. Ah, wir spielen schon wieder gegen die Texans, hey, na? For you on the field, so you can finally thank me for putting you in the spotlight. It's gonna be a blowout, putting on a show. Putting on a show. I'll admit sharing the spotlight with you hasn't been too bad, but it won't be big enough for both of us after I torch you for 5 touchdowns. Okay, das ist eine Ansage. X-Factor für Khalil Mack, das ganze Spiel. Für Malcolm Butler auch das ganze Spiel. Und Pass or Rush for 5 Touchdowns. Okay, also wir müssen 5 Touchdowns machen. Also 35 zu irgendwas gewinnen. Dann passt es. Wir haben hier nochmal irgendwas. Defeat your rival in the playoffs. Okay. Jo, okay. Dann machen wir das doch. Ihr werdet eh wieder nur alle Ding, alle, sagt's mir. Alle. Ah, ich krieg gerade kein Wort raus. Alle Big Plays sehen, beziehungsweise alle Touchdowns. Und mehr werdet ihr gar nicht sehen, weil ich brauche nicht ein fünftes, nee, drittes Video. Wäre das jetzt eine Folge, wo wir einfach nur gegen die Texans spielen und mehr passiert nicht. Mehr muss ich euch echt nicht zeigen. Also ich muss euch das nicht, echt nicht mehr zeigen. Ihr kennt es inzwischen, das Prozedere. Vielleicht die letzten 2 Minuten, wenn es spannend wird. Ansonsten sehen wir uns zu jedem Touchdown und danach wieder. Touchdown number one, let's go. Wir stehen liegen 7-0 vorne. Bam, next one. Derrick Henry tankt sich rein für mich. Gut. Next one. Falls ihr euch über den Score wundert, Defense hat anscheinend einen Pick 6 gemacht. Also deswegen steht es jetzt schon 27 zu, beziehungsweise 28, nee, 27 zu 0. Kicker hat nicht reingemacht. Sehr gut. Deswegen steht es, also haben wir schon mal viermal gescored, obwohl ihr nur dreimal einen Score gesehen habt. Bam, next one. Das kommt davon, wenn man nur blitzt. Liebe Houston Texans. Leute, habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört? Also ich habe das euch jetzt nochmal reingeschnitten. Ich glaube, nach der Season gibt es einen Trade. Nach der Season spielen wir woanders. Also, wenn ihr es nicht gehört habt, spult nochmal zurück. Oho, das hört sich doch mal interessant an. Oh mein Gott, oh mein Gott, let's go. This is AJ Brown, my friends. Let's go. Nice one, schöner Juke-Move. Und wir haben unser Ziel geschafft. Nice one. Lol, Derrick Henry, einfach die Maschine. Ba, ba, bam, next one. Ich wollte eigentlich Zeit runterlaufen lassen. Naja. Auch nicht schlecht. So, und zum Abschluss drücken wir den guten Texans vielleicht nochmal einen Touchdown rein. Wäre ja nicht der erste heute. Oh, er droppt. Uff. Ja, okay, wir haben ja nochmal ein. Wir haben ja nochmal ein Spielzügchen, ne?
So, Robinson, lauf mal das Land. So, und dann, let's go. Oh, damn. Khalil Mack macht das letzte. Oh, doch, noch, immer noch nichts. Let's play. Gibt's doch nicht. Ich spiele gerade mit den Texans. Katz und Maus. Jetzt aber. Bam. There we go. Wir finishen das Ganze mit einem Touchdown. Ich sag's doch. So muss es. Let's go. Oh, wir haben immer noch 3 Sekunden. Oh, die müssen wir wohl simulieren. 55 zu 7. Khalil, wer? Nein, just kidding. Hab ja an sich nichts gegen Khalil Mack. Nur er ist ja hier mein Rivale, deswegen alles easy, ne? Alright. So, ich habe die Vermutung, dass wir nicht den Super Bowl spielen werden. Das wäre so typisch Face of the Franchise. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, die Kommentatoren haben es schon angeteasert. Wir werden wahrscheinlich jetzt dann getradet. Das wird interesting. Wahrscheinlich dann zu den Texans. Das wär's. Nein, ich denke, ich habe keine Ahnung, wohin ich getradet werde. Wahrscheinlich NFC. Aber mal schauen, ob ich überhaupt getradet werde. Und mal schauen, ob ich jetzt überhaupt einen Super Bowl spielen darf. Ne? Das wäre natürlich auch so eine Sache. Ja, passt schon. Cool, dass ich das alles gewinne. Ich darf nochmal upgraden. So, 2 Sachen sind schon auf 99. Jetzt nehmen wir noch viel General auf 99. Und jetzt noch Scrambler, das einzige, was wir noch upgraden können. So, dann passt das auch. Dann haben wir hier nochmal ein neues Update. Win. Ja, hier kommt aber kein Update von wegen, ja, Winner Super Bowl. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob wir jetzt einen Super Bowl spielen werden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Playoff Week. Pro Bowl Week, ja, wir dürfen mal wieder nicht spielen. Geil, Alter. Nee, doch nicht. Ich dachte jetzt gerade schon, wir dürften doch spielen, aber nein, natürlich nicht. Warum auch, ne? Wäre ja vollkommen useless, wenn man Super Bowl spielen könnte in seiner Karriere, wenn man eigentlich die Chance dazu hat. Irgendwie, Na, je nach Skill Points, ja, dann lass das halt. Gut, dann halt nicht, ne? Check's nicht. Nee, okay. Okay. Dann halt nicht, ne? Egal. So, dann drücken wir mal auf Continue. Ich mach's für euch mal lauter, weil ich denke mal, dass was passiert. Oh, hey man. I've got this free agency decision coming up. I really like the culture you guys have built there. Wanna be part of. Encourage dismiss. Schwierig. Ja, mir eigentlich egal. Kann er ruhig kommen. I've gotta admit, I'm stunned to be getting this message, but you'd be welcome with open arms. Let's get to work. That's the answer I was hoping to get. Let me talk to my agent. Hopefully I'll be seeing you very soon. Okay. Ich dachte, wir werden getradet. Jetzt wird Khalil Mack getradet. Wow. Cool. Dann halt nicht. So your rival shocked everyone and signed with you guys in the off season. What did he bring to the team? There was an adjustment period for everyone involved. Guys were skeptical it could work, but once they saw that him and I were cool, everybody bought in. Ich bin mal wieder enttäuscht, dass wir keine Chance haben, Super Bowl zu spielen oder irgendwas. Nein. Einzige Chance, die man anscheinend hat, ist als Rookie Super Bowl zu spielen. Aber, wir spielen wahrscheinlich wieder gegen die Texans. Ihr wisst Bescheid. Wir können hier nochmal auf My Player Card drücken. Mal schauen, ob wir jetzt das Upgrade machen können. Nope. Mir jetzt egal. So, drücken wir einfach mal auf Continue, kommt eine neue Szene wahrscheinlich. Yep. As players get into the later stages of their career, oftentimes it's an injury that leads to retirement. Na, wir haben Stärke da schon bekommen. Anscheinend haben wir uns verletzt. Cool. -30 Throw Power.
Minus 20, oh, alles klar, ja moin. Nicht mal mehr ein X-Factor. A long-term injury. Can the team really rally and help us and make the playoff push? Okay, also wir haben uns anscheinend verletzt. Und jetzt schauen wir mal, ob die Titans auch ohne mich in die Playoffs kommen. Und ich bin jetzt anscheinend absolut der Lappen geworden. Toll. Wild. Ach, Leute. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir nur noch in Anführungszeichen 87er. Strong Arm ist weg. Ist alles weg. Ist ja mies. Ja, ich muss erstmal meinen Arm wieder hochpushen. Ja. Ohne Arm kann ich nichts werfen, deswegen erstmal Throwing Power hoch pushen, so gut wie es geht. Win a Playoff Game, ja okay, wow. Okay, dann kriegt ihr jetzt nochmal kurze, oh warte kurz. Tommy Matthews, den gibt's ja auch noch. Hey man, I heard the training staff cleared you to return to action. Glad to hear you've worked your way back. How are you feeling? Think you'll give it a go this week? Feeling old. I'm conflicted, man. I'm good, but I'm rusty. I don't want to be the guy who forces himself back into the lineup despite not being ready. You better think long and hard about this decision. It could end up shaping the rest of your career. Mal schauen. Okay. So, ich denke mal, dass wir jetzt noch ein Playoff-Spiel spielen werden. Gegen Tommy Matthews? Nee, wahrscheinlich nicht. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass der wieder mal vorgekommen ist, aber ja, da wird jetzt nichts Großes passieren mit dem. Dafür ist Face of the Franchise zu wenig durchdacht. Oh, es gibt wieder, glaube ich, Training. Das heißt, ich mache hier mal leiser. Und dann gehen wir mal kurz das Training durch. Ich muss einfach nur einen Pass completen. Okay, das schaffe ich ja wohl noch. Oder auch nicht, lol. Ja, moin. Peinlich, 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 peinlich. Das ist es. Let's go. Okay. Die Frage ist jetzt nur, was hatte das jetzt für einen Einfluss, dass Khalil Mack gekommen ist? Es war so, ja okay, darf der in unser Team kommen? Cool, juckt niemanden mehr, weil ich eh verletzt bin. Also, ja, mei. Ich werde von Folge zu Folge weniger Fan von der Face of the Franchise-Reihe. Oh nee, Pick. Weil irgendwie, ich meine, es kommt zwar wieder mehr Story als beispielsweise vor 3 Wochen. Vor 3 Folgen, wo nur, nur Pressekonferenzen kamen, aber irgendwie, man hat halt trotzdem eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die Geschichte, außer, dass man irgendwie mal einen Superstar aktiviert hat oder einen Superstar geblockt hat. Und, also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das war jetzt tatsächlich mal das Krasseste, die krasseste Entscheidung, neben zu welchem College-Team wir gehen, war, darf Khalil Mack in unser Team die krasseste Entscheidung? Und ja, auch, dass man halt wirklich gar keinen Einfluss drauf hat, ob man jetzt mal in den Super Bowl kommt oder nicht. Das finde ich ein bisschen mies. Aber mei, was willst du machen? Ne? Wir spielen das Ganze trotzdem weiter. Ich habe an sich trotzdem noch Spaß an dem Let's Play. Und hoffe, ihr auch. Und dann passt das. Okay, Training geschafft. Gut. Habe ich es denen gezeigt, dass ich nicht roste. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal eine Cutscene. Deswegen mal schon mal lauter. Doch nicht. Okay. Schade. Falsch antizipiert. So, ja, passt, passt, passt. Mal schauen.
Ah doch, kommt auch nochmal eine Cutscene, es war eine krasse Pressekonferenz. It was without a doubt one of the toughest decisions of my career. Ich vertraue mal meinen Teammates, weil vielleicht kommen wir dann eine Runde weiter. So, eigentlich würde ich zwar spielen wollen, aber ich glaube, es ist, dann kommen wir zumindest weiter. The pain would be even worse if I played and cost the guys the game. So, sitting out minus 35 Moral für das ganze Team, okay. In the upcoming round of the playoffs, okay, ja, okay, damit kann ich leben. Solange wir dann nachspielen können. Wildcard Round, Divisional Playoff Week. Okay, gegen die Chiefs im AFC Conference. Conference Game. Conference Round, aber das kommt in der nächsten Folge dran. Also, seid gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, aber trotzdem irgendwie euch denkt, ja, ich würde ihn trotzdem gern supporten, bitte teilt die Videos, das würde mir wirklich sehr helfen, dann kommen nämlich neue Abonnenten auf den Kanal und das würde letztendlich den ganzen Kanal helfen. Ja, also, haut's rein. Servus.